Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Rains Mutter getroffen und Sheena wurde zum neuen Oberhaupt von Mizuho gekrönt. Und ja, keine Ahnung, was machen wir als nächstes? Ich werde mich mal wieder ein bisschen umschauen und gucken, was wir alles so erledigen können. Vielleicht Altessa Haus, der ist doch hier in der Nähe, ne? Wo ist Ozette? Gauratschia Wald, oder ja, irgendwie so was. Lass mich mal, wo ist. War hier irgendwas? Sieht so, hier. Ozette, da wird es auch schon irgendwie noch zu tun geben, ne? Entschuldigung. Nee, okay. Ich dachte, vielleicht. Da kommen wir ja immer noch nicht hin, ne? Ozette nicht mehr besuchen können. Voll schlecht, ey. Oh, hier drin aber. Da muss es irgendwas geben. Ja, nur unsere Axt ist kaputt gegangen. Bei der Rettungsaktion von Presea. Als wir komplett noch retten mussten. Voller Dreck. Aber die ist wahrscheinlich in Ordnung, ne? Hoffe ich jedenfalls. So, hier gibt's nichts zu tun. Kein Presea-Part. So, Altessa, du warst doch hier irgendwo in der Nähe, ne? Da. So, Tabitha und Altessa, bei euch muss es doch irgendwas zu tun geben, ne? Komm schon, na? Niemand da? Was sagt ihr noch, alle krank oder was? Was? Eigentlich nie mehr besuchen oder was? Hier. Ah, Altessa, na? Ups. Er hat sogar Tabata verletzt, nicht Tabitha. Für die er doch sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Hat er überhaupt irgendwelche Gefühle? Wo ist die überhaupt? Hallo? Oder war die ganz tot? Ich dachte, die war noch am Leben, ehrlich gesagt. Aha. Ah, jetzt bin ich traurig. Oh, I'm sad now. Ich konnte die eigentlich so richtig gut leiden. Auch wenn sie eine komische Aussprache hatte. Aber sie soll ja eigentlich eine süße Stimme gehabt haben im Japanischen. Aber ich habe auch verpasst. Ah, das hört eigentlich nur an. Ja, ich werde jetzt sehr paranoid. Deswegen. Gucken wir mal. So, was gibt's noch alles? Da ist der Turm. Da gehen wir ganz weit weg von. Weiß ich nicht. Ich bin noch einige Teufelswaffen. Wo kriege ich denn die meisten mal her? Und weil ich jetzt die Frage hier so in den Raum stehen gelassen habe, will ich aber nicht wissen, wo die zu finden sind. Ich möchte schon alleine finden, ne? Genauso wie Nebenquests und also weiter. Ich möchte alles alleine herausfinden. Hey, sehr gut. Was ist passiert? Meine Mutter hat sich verlaufen. Du meinst, du hast dich verlaufen? Du bist ein Aristokrat. Warum spricht ein Aristokrat mit mir? Ich bin kein Aristokrat. Oh, du und deine Mutter wurden getrennt, nicht wahr? Ja. Lass uns nach einer Mutter suchen. Nach seiner Mutter, Lloyd. Okay. Oh, wie sollen wir auf diesen Drecksbengel aufpassen? Du sollst sowas nicht sagen. Lass uns nach ihr suchen, okay? Schon gut, schon gut. Alles klar, aber erstmal pennen. Ich gibt's da ja wieder ein Skit. Bist du die Mutter? Das hört sich doch nicht was. Keine Ahnung. Hey, was? Haben dich jetzt rausgeschmissen? Das ist schlimm. Ja. Es geht schon in Ordnung. Wir armen Leute werden nun mal so behandelt. Also werden auch Bürgerliche von Aristokraten diskriminiert. Halbelfen und Menschen, Aristokraten und Bürgerliche. Auf Tetola gibt es mehr Diskriminierung als auf Silverrand. Wahrscheinlich, ja. Ihr seid also diejenigen, die ein Kind aus dem Slums mit sich herumschleppen und die Ordnung stören. Wart? Was? Das stimmt doch gar nicht. Dieses Kind hat sich verlaufen. Keine Ausreden. Wart, Mighty? Dieser schmutzige kleine Bengel. Au, lass mich los. Still, in dem Laden drüben wurde etwas gestohlen. Ich wette, du warst es.
Ich war's nicht. Aufhören. Ach, totaler Ansehen hat auch so schon gelitten. Lass das Kind los. Ich bin eine auserwählte Bitch. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Du siehst zwar wie ein Aristokrat aus, wenn du aber Ruhestörungen... Halt die Klappe, siehst du das hier? Das ist das Juwel des Auserwählten. Oh mein Gott. Was glaubst du wohl, wen du vor dir hast? Ich bin Zellos, der auserwählte Bitch. Aus der edlen Linie des Mana. Tritt zurück. Oh, wir bedauern zutiefst, dass wir dich nicht erkannt und so unverschämt behandelt haben. Junge, du hast nichts angestellt, stimmt's? Ich habe nichts getan. Du hast ihn gehört. Dieses Kind hat sich verlaufen. Sucht seine Mutter sofort. Ja, mein Lord, verstanden. Mann, das war unglaublich. In diesem Land ist der Auserwählte ein Adeliger, der im Rang nur noch von den königlichen Familien übertroffen wird. Adeliger als du, Riegel? Viel adeliger. Du bist der Auserwählte? Yep. Nur weil du deine Arbeit nicht erledigst, hilft die Kirche armen Menschen nicht. Du hast recht. Wenn du so denkst, dann tu etwas dagegen. Verlass dich nicht darauf, dass andere etwas für dich tun. Wenn es dir nicht gefällt, arm zu sein, such dir eine Arbeit. Wie kannst du nur so etwas sagen? Was soll ich sonst sagen? Soll ich der Kirche sagen, sie soll den Armen so viel Almosen geben, dass sie ein lockeres Leben führen können? Ist das nicht fair gegenüber denen, die hart arbeiten? Wir Armen finden ja nicht mal eine Arbeit. Deshalb muss Mama von einer Stadt in die nächste ziehen. Und was willst du dagegen tun? Ich bin ein Kind, also... Es ist doch nur eine Ausrede, es gibt auch Arbeit für Kinder. Du nicht so, als ob du alles wüsstest, bevor du nicht dein Möglichstes getan hast. Wir haben seine Mutter gefunden. Anscheinend hat sie einen Lehrer um Arbeit angebettelt. Es tut mir leid, Azerbaijan, dieses Kind hat dir Probleme bereitet. Hast du die Arbeit bekommen? Nein, es scheint, dass man Leute, die zu schmutzig sind wie wir, nicht einstellen möchte. Geh zu meinem Haus in Mel-Tokyo. Was? Bestimmt kannst du wenigstens sowas wie Wäsche waschen. Nenn meinen Butler meinen Namen und du bekommst Arbeit. Wirklich? Wenn du aber nicht gut genug arbeitest, wirst du gefeuert. Streng dich also an. Vielen Dank, das werde ich niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Okay, aber jetzt beeil dich und geh. Ich verstehe, gehen wir. Geil. Danke, Auserwählter. Wenn ich mich entschuldigen dürfte. Zellos, du bist ja doch kein schlechter Kerl. Ach, was. Sie war hübsch, also hat sie mir ein bisschen leid getan. Das ist alles. Der Auserwählte ist bescheidener, als ich vermutet hätte. Ja, und was er gesagt hat, verlass dich nicht darauf, dass andere... Er hat damit einen wunden Punkt getroffen. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Wer hätte das gedacht? Vor kurzem unsere Truppe verraten, was ja eigentlich geholfen hat, aber trotzdem. Erstmal. Okay. Ja, hier gibt es ziemlich viel gutes Zeug, ne? Aber alles nicht mehr aktuell. Oh. Aber er hat das gedacht, erst verrät er uns, was uns natürlich noch geholfen hat am Ende, aber ja. Ich vertraue ihm mal einfach. Wer weiß, was noch passiert. Was? Dann sieht es ihn nicht sofort an, oder was? Ach, sie sieht es nicht als besonders an. Okay. Ich glaube, weil ich die seltsamen Chemikalien verwendet habe. Okay. So, dann. Ich möchte mich eigentlich. Dingens hier heilen. Oder vielleicht. Ja, genau. Dings gibt's. お母さんに会いに行くの?え?いつか必ず。ちょっと不思議な気分だよ。だって、僕にとって姉さんは。 姉さんであると同時にお母さんみたいなものだったから
Oh, sehr schön. Zwei Geschwister, die sich gut verstehen. So, gibt es hier noch was zu tun? Muss da noch was zu tun geben, oder? Ah. So, ihr steht so verdächtig hier rum. Welche in diesen einen Dingens hier? Forschungsinstitut. Jetzt jeden Ort noch mal ab. Irgendwo wird es so was geben. Hier war damit Poseia irgendwas, ne? Du, nein. Du, nein. Nun sollte ich auch vielleicht noch mal angucken. Habe ich den Namen gegeben? Muss jeden Hund noch mal abtasten. Turbi. Klar. Gehen wir noch mal in jeden einzelnen Raum hier rein. Na, Luke. Sieht aus wie Luke. Was hier oben hat. Das ist der Lämmer, der Gefangenen ist. Da gab es auch noch mal Räume. So, letztens irgendwie mal unten, ne? Ja, jeden Raum abgegangen. Das sind Melonen, Obst oder Gemüse, ja. Die Frage aller Fragen. Ihr wart nicht bei Tomaten? Tomaten, Obst oder Gemüse? Ich glaube Obst. Nee. Nee, weiß ich jetzt nicht. Das wird Gemüse sein, ne? Irgendwann, ich habe keine Ahnung. Ja, doch. Wird man. Silbern könnte man natürlich auch noch mal rumwirren. Irgendwas wird es zu tun geben, ich weiß es. Beim Silbern, da ist auch schon viel länger her, dass wir da irgendwas gemacht haben. Habe ich so ein Gefühl, jedenfalls. Das Auenraum. Nichts mit den aggressiven Verhalten der Tiere zu tun. Was für Tiere? Ja, du stehst also verdächtig. Und Vitaminklüger, ja. Also Bodenkraut und also was. Komm in der Mensa. Ich habe gerade so viel Geld eigentlich, aber es ist locker weg, wenn ich das hier alles ausgebe. Ja. So ein Wunderkoch hier werde ich wahrscheinlich nicht mehr in dem Spiel. Aber einer hat 20 gekostet. Seetang, Bruder. Einfach mal irgendwas kaufen. Aus Verzweiflung. Und mein Akku ist schon wieder leer. Mein ständiger Begleiter. Die Akkuanzeige. Ja, wie lange wird das noch dauern? Ja. Ich hätte ja gedacht, dass ich jetzt hier einfach rumgurke und so. Ich überhaupt lese, was die da sagen. Ich lese mir ja schon ein bisschen durch. Aber sehen wir es mal realistisch. In 5 Minuten werde ich sowieso vergessen haben, was die ganzen 100 Leute gesagt haben. Also ich habe es wahrgenommen, als ich es gelesen habe, aber das war es dann auch schon. Du siehst doch. Die reden immer noch über das, ne? Als sie uns hier verfolgt haben. Wunderkoch habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Lass mal gucken hier. Uns fehlen ja noch ganz schön viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gerichte. So viel eigentlich nicht mehr. Könnte ich ja aussuchen nach dem Typen, aber er könnte ja überall sein. Vielleicht ist er ja wieder bei seinen Leuten. Die brauchen ihn ja. Ja, es fällt doch manchmal ein bisschen so auf, wenn der irgendwo ist. Deswegen. Welche Job finden? Falls ich hier noch mal finden kann.
Ja, du siehst schon aus wie Wasser. Nix. Ja, hier ist der Keller, genau. Hey, du. Okay, vom Keller fernhalten. Pardon. Ist auch nichts mehr zu tun. Ja, dann. Raus hier. Bis auf dieses Kind hier gab es nichts mehr zu tun. Wahrscheinlich darf ich, wenn ich direkt vom allerletzten Boss bin, noch mal hier durchrennen, weil dann erst die ganzen Quests eingeschaltet worden. Und ja, mal gucken. Man kann ja mal nach Tokio gehen. Die ewige Manie. リフィルさん、かわいそうです。でも、これからはリフィルも。ゼロス、よくも貴重なバラクラフ王朝の壺を、今日という今日は許さんぞ。リフィル様、壺なんて後でいくらでも買って。変わってないね。そのようです。 Jare, jare. Einige Sachen ändern sich halt nie. So. Dann im Kram-Stil hier auf nach Meltokio. Weil vielleicht ist ja die Mutter jetzt da am Arbeiten. Wir können aber gucken, ob das Kolosseum mal geöffnet ist. Und was weiß ich. Erstmal wieder im Gasthaus. Nein, oder? Okay, jetzt bin ich schon auf dem Weg. So, hast du was zu sagen? Willkommen, Reisende. Hast du was zu sagen? Nein. Dann gehen wir nochmal hier pennen. Ist gar nicht hier. Ah. Muss ich extra zu dieser einen Stadt zurückgehen? Immer. So, du da. So, ne. So, oder ne? Weiß ich nicht. Japanisch. Kennt ihr Leute, die auch in der Öffentlichkeit Japanisch reden? Ich mach soweit ehrlich gesagt nicht. Ich finde, das ist irgendwie komisch. Aber ich kenne auch jemanden, der spricht hin und wieder so ein paar japanische Worte. Und ja, weiß ich nicht. Also auch so ein bisschen. So ein paar Wörter kann ich auch, aber sprechen so aus Langeweile würde ich das nicht. Wie sieht es verdächtig aus? Beide nur so stur, ja. Alte Frauen. So, was ist mit hier? Auch nichts. Da ist ein Kissen auf dem Bett. Wer hat das denn schon wieder hier liegen gelassen? So, es geht. Was machst du denn jetzt umgedreht? Hallo? Jo. Maxwell. Shino-san. Doshitanda? Nanika kangaekonderu you deshita. Iya. Kekkou sekai o mawatta kedo. Maxwell no uwasa wa kikanai na. Doch, in Exile. Maxwell desu ka? Ah. 力を貸してもらえればいいなとか考えてるんだけどね。人が立ち寄らないところに封印があるのでしょうか。どうだろうね。でも私はどこかに神殿があって、その封印にマクスウェルが待っているとは思えないんだ。なぜですか？それなら伝承に残っているはずだもの。アスカと同じように彷徨っているのかも。アスカと同じように 呼ぶことができないでしょうか。そうだね。何にしても情報が少なすぎるよ。そうですね。Es ist interessant, sag mal einen weiteren Anhaltspunkt vielleicht. Skizzen, die sind da ein bisschen so Tipps hier, was wir als nächstes machen könnten, ne? Stimmt, Maxwell, den würde ich auch noch gerne begegnen. Der wurde ja schon erwähnt, deswegen glaube ich auch, dass er irgendwie aufrufbar irgendwie hier vorkommt. Ich bin mir irgendwie sicher, dass das
sein wird. Also ja, wie wäre es dann irgendwann mal über Wechsel stolpern, hallo? Wisst ihr nicht irgendwas über Maxwell, hallo? Mein Gott, er bleibt voll stehen. Ja, wir können ja halt mit der Nuss hier, mit der linken Nuss, das können wir ja nochmal versuchen. In diesem einen Baum. Vielleicht klappert ja nochmal. Weiß man ja nicht. Oh, ha? Hey, das ist ja dieses Kind. Hey, da hat jemand gerade einen Katz gejagt. Was? Ich habe gerade nicht hingeschaut. Wie konntest du das nicht sehen? Ehrlich, Leute, ich glaube, er ist in dieser Richtung gerannt. Hey, Genis, lauf nicht einfach so los. Was? Mist, er ist mir wieder entkommen. Oder bist du ein anderes Kind? Was ist denn los? Warum jagst du einen Katz? Was? Ach so, mein Opa möchte einen Katz sehen. Also dachte ich mir, ich suche ihm einen. Opa ist krank und kann sich nicht bewegen. Ach so. Egal wie sehr ich diese Katz anflehe, Opa zu besuchen, sie weigern sich immer. Warum will dein Opa einen Katz sehen? Keine Ahnung, er sagt, er hat sie vor langer Zeit erforscht. Ach so. Sollte ich einen Katz begegnen, bringe ich ihn zu deinem Opa. Echt? Opa wohnt im hinteren Teil des Slums. Und ich heiße Weiß. Ich bin Genis. Nett, dich kennenzulernen. Genis, hm? Danke für deine Hilfe. Ich hab sogar schon eine Ahnung, wo wir da hingehen müssen. Zu dieser einen Katz-Dingens-Insel. Genis, wir haben überall nach dir gesucht. Leute, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Also, wir sollen nur einen Katz herbringen. Katz, nicht menschliche Lebensform, die überall auf dieser Welt existiert. Wenn ich mich nicht irre, gibt es auch welche in dieser Stadt. Lass uns mit ihnen reden. Ja. Wäre ehrlich gesagt erstmal zu dieser Dings gegangen. Dieser Insel, wo auch immer die nochmal war. Ich bin ein Reiser ohne Orientierungssinn. Ich habe mich verlaufen und bin hier gelandet. Zorro? Is that you? Da ist hier immer noch was. Also immer noch nichts, meine ich. Nein, okay. Rap. Eigentlich soll es ja ein niedliches Blumenmädchen geben, aber scheint nicht zu stimmen. Ja, Eris? Ich finde alle möglichen Leute. Na. Boah, ich muss unbedingt was trinken. Mein Hals tut voll weh, ey. Würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir hier nach einem Katz. Wenn hier sonst nichts ist, dann würde ich erstmal speichern. So, irgendwann trinken mein Herz wird jetzt einfach voll weh. Ja, speichern wir hier. Und ja. Gucken wir uns nochmal in Meltokio um. Sprechen mit den Katz und ja. Mal sehen. Würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.